Herr Liebing, wir danken, dass wir heute zu Ihnen kommen dürften, hier in Ihr Büro, um dieses etwas längere Interview mit Ihnen zu führen. Herzlich willkommen bei uns. Danke. Ein Blick zurück. Eine klassische Berufsausbildung für Berufspolitiker gibt es nicht. Wie und wann haben Sie den Weg in die Politik gefunden? Mein politisches Interesse ist gewachsen, als ich Schüler war. Ich habe mich in der Schülervertretung engagiert, in der Schülerunion, in der Jungunion. Und mein Antrieb war mein engstes Lebensumfeld, das mich beeinflusst, in dem ich aufwachse, in der Schule mitzugestalten. Die Entwicklung nicht nur anderen zu überlassen, sondern aktiv mitzumachen. Und so hat sich das fortentwickelt über die Kommunalpolitik, wo ich in Neumünster ehrenamtlich tätig gewesen bin. Und ich hatte dann die Chance, dies auch hauptberuflich als Bürgermeister in der damaligen Gemeinde Sylt-Ost zu tun, 9 Jahre lang. Und aus dieser Funktion heraus bin ich zum Bundestagsabgeordneten gewählt worden für Nordfriesland und Dithmarschen-Nord, eine Aufgabe, die ich jetzt seit gut 10 Jahren wahrnehme und insgesamt ein Erfahrungsschatz, den ich für meine Arbeit in Schleswig-Holstein nutze. Also ein vielfältiger Weg, aber ein Weg mit frühem Interesse mitzugestalten. Sie haben den Wahlkreis von Peter-Henry Carstensen damals übernommen. Genau, als er Ministerpräsident wurde. Das ist ja eine edle Nachfolge sozusagen. Unsere Redaktion hat Sie seit Ihrer Wahl, seit nunmehr über 10 Jahren, immer wieder begleitet. Wir haben viele Interviews zusammen gemacht. Auf Parteitagen haben wir Sie gesehen und auch interviewt und bei vielen anderen Parteiveranstaltungen. 10 Jahre Deutscher Bundestag. Wie hat sich da Ingbert Liebing verändert? Es gibt viele Zwänge, es gibt den Fraktionszwang, es gibt die Parteiraison und das alles verändert einen Menschen. Wie glauben Sie, haben Sie sich verändert? Ich glaube, das können dann andere Menschen besser beurteilen als ich selber. Aber ich nehme für mich in Anspruch, dass ich immer noch Ingbert Liebing bin. Aber natürlich über diese Jahre hinweg auch viel kennengelernt habe, dazugelernt habe, wie Politik funktioniert, wie Entscheidungen getroffen werden. Der Erfahrungshorizont ist größer geworden, die Themen, mit denen ich mich befasst habe, die Kontakte, die ich gewonnen habe in der Politik, aber auch außerhalb der Politik, mit vielen Menschen, mit denen ich zusammengekommen bin und ja nicht nur in Berlin, sondern vor allem auch zu Hause im eigenen Wahlkreis, wo ich über die Dörfer in den Städten mit vielen Menschen zusammenkomme und viele Erfahrungen sammle. Und ich nehme für mich in Anspruch, dass ich dieses auch nutze und versuche jeden Tag neue Dinge kennenzulernen und dazuzulernen. Sie sind unter anderem ordentliches Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Sie haben sich Vorrang für erneuerbare Energien auf Ihre Agenda geschrieben. Warum? Kohle, Öl, Gas gibt es im Überfluss zu Dumpingpreisen. Warum jetzt nochmal erneuerbare Energien fördern? Mein Ziel ist es, die Energiewende zum Erfolg zu bringen. Und das Ziel ist es, dass wir langfristig unsere Energieversorgung nahezu vollständig auf erneuerbare Energien aufbauen. Kohle, Gas gibt es im Moment zwar zu billigen Preisen, aber trotzdem sind die ökologischen Schäden groß und die Aufgabe, unser Klima zu schützen, ist gegeben. Das ist eine Verantwortung, die wir auch für die nächsten Generationen haben. Wir werden zwar in Deutschland nicht alleine das Weltklima retten, mit Sicherheit nicht, aber unser Anspruch muss es sein, zu zeigen, dass wir es können. Dass wir die Energiewende schaffen, den Ausbau der erneuerbaren Energien, und zwar ohne unsere Wirtschaftsbasis, ohne unsere industrielle Basis zu gefährden. Nur dann kann dieses Konzept auch ein Exportschlager für andere Länder werden, und das ist mein Anspruch. Dazu kommt, dass wir in Schleswig-Holstein ja auch natürliche Ressourcen haben. Gerade bei der Windkraft haben wir hier natürliche Standortbedingungen, die wir nutzen können. Wir haben hier keine heimischen Energieressourcen. Wir haben ja auch schon andere Zeiten gehabt, als Öl ganz andere Preise hatte. Das ist im Moment eine aktuelle Situation. Das kann innerhalb kürzester Zeit wieder völlig anders sein. Und bei Kohle, bei Öl, bei Gas, die hohe Abhängigkeit von anderen Ländern, das ist nicht gut. Und wenn wir eigene heimische Energieressourcen haben, Wind und Sonne, dann sollten wir sie auch nutzen. Voraussetzung ist, dass wir das in einem vernünftigen Prozess machen, dass wir Versorgungssicherheit auch gewährleisten. Da ist noch viel zu tun, auch in der Entwicklung von Speichertechnologien. Mein Standardsatz ist immer, es geht nicht darum, so schnell wie möglich
so viel wie möglich Energie aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, sondern es geht um den Umbau des gesamten Energiesystems. Und dann muss alles miteinander zusammenspielen. Da brauchen wir den Netzausbau, die Speichertechnologien, aber auch das Zusammenspiel zwischen erneuerbaren und vorübergehend noch notwendigen konventionellen Energieträgern. Und das braucht Zeit, das ist eine Generationenaufgabe, das werden wir nicht innerhalb einer Wahlperiode erledigen, aber Schritt für Schritt sollten wir dort vorangehen, das ist mein Ziel. Sie sind hoffnungsvoll. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen können, ja. Sie sind aber zurzeit gegen Fracking, im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern und anderen Politikern, auch in unserem Land. Warum sind Sie gegen Fracking? Die Diskussion wird strittig geführt, aber ich nehme schon wahr, ein breites Empfinden in der Bevölkerung der Besorgnis, insbesondere um das Grundwasser. Schutz von Grundwasser und Trinkwasser ist elementar. Und solange eine Technologie nicht ausgereift ist, müssen wir nach dem Vorsorgeprinzip lieber eine Nummer vorsichtiger sein. Und da wir um die Gefährdungen wissen, setze ich mich dafür ein, dass wir in einem Bundesgesetz Fracking stärker reglementieren, ein Gesetz gegen Fracking machen, denn zurzeit ist Fracking weitgehend erlaubt. Und deswegen sollten wir hier auch gesetzgeberisch tätig werden. Da gibt es aber unterschiedliche Auffassungen und bisher gibt es noch kein Ergebnis. Ich setze mich für eine Lösung ein. Es kommt ein zweiter Punkt aber mit hinzu. Aus meiner Sicht gibt es auch wirtschaftlich keinen Sinn. In Zeiten, wo die Preise für Öl und Gas absolut im Keller sind, wo wir zu Dumpingpreisen das tatsächlich ja im Moment auf dem Weltmarkt bekommen, warum sollten wir in dieser Situation heimische Energieressourcen dann fördern, wo die Technologie noch gar nicht ausgereift ist, aber in 20, 30, vielleicht 50 Jahren, wenn die nächste Generation, wenn unsere Kinder und Enkelkinder das vielleicht mit einer sicheren Technologie nutzen könnten, wie auch immer, dann haben wir es nicht mehr, weil wir es jetzt schon verbrannt haben. Das halte ich nicht für verantwortungsvoll. Und auch das ist ein Grund, weshalb ich bei Fracking auf die Bremse trete. Ein anderes Thema ist Ihnen auch besonders wichtig. Das ist der Küstenschutz in unserem Land. Er ist ja auch von elementarer Bedeutung. Und nicht nur auf den Inseln, denen Sie sich besonders angenommen haben, sondern auch auf dem Festland. Und wir alle können ja sehr froh sein, dass es eine Flutkatastrophe wie in Hamburg damals, 62, nicht noch einmal gegeben hat. Gott sei Dank ist es so. Was muss auch weiterhin getan werden, um diesen Küstenschutz auf diesem Niveau zu halten? Küstenschutz ist elementar. Für uns als Schleswig-Holsteiner im Land zwischen den Meeren wissen wir, wie wichtig das ist. Und in der Tat, es geht nicht nur um die Inseln. Ich bin selber auf einer Insel auf Sylt ansässig, wohne dort mit meiner Familie. Aber es gilt für die Festlandsküsten ja ganz genauso. Für mich ist wichtig, dass der Küstenschutz eine nationale Aufgabe ist. Das ist nicht nur eine Aufgabe des Landes Schleswig-Holstein ist. Schleswig-Holstein muss seinen Anteil dazu leisten, aber es ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern. Wenn jetzt diese Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern für Agrarstruktur und Küstenschutz, so heißt sie heute offiziell, fortentwickelt wird zu einer Gemeinschaftsaufgabe Entwicklung der ländlichen Räume, dann ist für mich wichtig, dass dieser Aspekt des Küstenschutzes dabei nicht mitten runterfällt. Dafür setze ich mich zurzeit im Deutschen Bundestag in Berlin auch ein und dass die notwendigen Gelder zur Verfügung gestellt wird, dass kontinuierlich die Aufgaben geleistet werden. Denn angesichts des steigenden Meeresspiegels und der klimatischen Veränderungen ist der Druck an den Küsten größer. Und wenn wir nicht beim Küstenschutz besser aufgestellt wären als 1962, dann hätten wir schon ganz ähnliche Katastrophen haben können. Und das macht deutlich, dass ein kontinuierlicher Küstenschutz elementar ist, zwingende Voraussetzung für unser Land. Und das ist auch eine Zielsetzung für mich in meinem politischen Engagement. Ein Schwerpunkt Ihrer politischen Ziele ist der Tourismus im ländlichen Raum, speziell der Kinder- und Jugendtourismus, zumindest in der Vergangenheit bei Ihnen gewesen. Die Jugendherbergen haben einen erheblichen Umsatz, das mich persönlich außerordentlich gewundert hat, denn sie haben 10 Millionen Übernachtungen mit einem Umsatz von über 1 Milliarde Euro, also ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Wie wollen Sie diesen Kinder- und Jugendtourismus noch weiter verbessern und verändern?
In der Tat, ich bin Mitglied im Tourismusausschuss des Deutschen Bundestages gewesen, jetzt noch stellvertretendes Mitglied. Und ich habe mich mehrere Jahre gerade um den Kinder- und Jugendtourismus gekümmert, ein wichtiges Segment, das manchmal in der Betrachtung zu kurz kommt. Aber nehmen wir den gesamten Bereich der Klassenfahrten. Da haben wir mit dem Angebot von Jugendherbergen in Schleswig-Holstein, gerade an den Küsten, aber auch im Binnenland, eine gute Voraussetzung, ein gutes Angebot. Die liegt aber auch daran, dass dies verstetigt wird. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass Schulen Klassenfahrten durchführen. Es ist dafür notwendig, dass eben auch die Lehrer das mitmachen. Wenn den Lehrern immer mehr das verleidet wird, indem sie hohe Eigenanteile leisten müssen oder es nicht vernünftig vergütet wird. Oder es geht auch um die inhaltliche Gestaltung von Klassenfahrten, dass ein pädagogischer Antrieb mit dabei ist, dann müssen entsprechende Angebote vor Ort gestaltet werden. Das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben, wie Kinder- und Jugendtourismus auch attraktiv gemacht wird. Aber auch die einzelreisenden Jugendlichen, die die Welt erkunden wollen. Ja, sie wollen die Welt erkunden, aber die Welt liegt auch ganz nah vor unserer Haustür. Und dies zu vermitteln, was bietet unsere Heimat, unsere deutsche Heimat, das ist auch ein Anliegen für Kinder- und Jugendtourismus in Schleswig-Holstein. Und gerade mit den Jugendherbergen, mit vielen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen haben wir dort beste Voraussetzungen. Der Breitbandausbau ist auch ein wichtiges Thema, dem Sie sich in besonderer Weise auch im ländlichen Raum angenommen haben. Die Voraussetzung für Erfolg ist ein solcher Breitbandausbau. Wie hoch ist der Finanzbedarf für Schleswig-Holstein und was fordern Sie von den Regierungen in Kiel und in Berlin, um dieses zu verbessern in möglichst kurzer Zeit? Die Bundesregierung, wir als Koalition auf Bundesebene, stellen zurzeit so viel Geld wie nie zuvor für den Breitbandausbau zur Verfügung. Da stehen jetzt in den nächsten Jahren weit über 2 Milliarden Euro zur Verfügung. Ich finde es bedauerlich, dass die Landesregierung in Kiel Investitionen aus Bundesmitteln in finanzschwachen Kommunen verbietet beim Breitbandausbau. Man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich so. Der Bund hat ein Programm aufgelegt zur Unterstützung der finanzschwachen Kommunen. Aus diesem Programm bekommt Schleswig-Holstein 100 Millionen Euro. Und das könnte auch für Breitbandinvestitionen eingesetzt werden, aber die Landesregierung verbietet das und sagt, gerade für Breitband darf es nicht eingesetzt werden. Ich halte das für einen ganz entscheidenden Fehler, weil gerade die finanzschwachen Kommunen, dazu gehören auch etliche Landkreise, hier mehr leisten könnten. Denn das wissen wir ja, schnelles Internet ist eine Grundvoraussetzung für wirtschaftliche Entwicklung. Und gerade auf dem Lande, und dort haben wir Wirtschaftlichkeitslücken. Das ist weniger das Thema für die großen Städte, das ist mehr etwas für die Fläche. Aber wenn wir wollen, dass die Menschen auch in den Dörfern Zukunft haben, dass sie auf dem Lande wohnen bleiben, dass auch die nächste Generation sagt, ja, hier möchte ich bleiben und ich möchte ihnen dort Zukunft bieten, Heimat bieten, zu Hause, dann brauchen wir diese Investitionen ins Breitband. Und die Landesregierung sagt, die Perspektive ist das Jahr 2030, dass wir flächendeckend schnelles Internet über Glasfaser haben, dann ist mir das viel zu spät. Hier müssen wir besser und hier müssen wir schneller werden. Das wollen Sie verändern, wenn Sie Ihr Ziel, Ihr politisches Ziel hier in Schleswig-Holstein erreichen sollten. Ja, das ist so. Sie waren vor Ihrer Wahl in den Deutschen Bundestag in Kommunen über 20 Jahre aktiv, ehrenamtlich und hauptberuflich tätig. Wir sagten es schon und Sie sagten es auch selber. Sie waren hauptamtlicher Bürgermeister auf Sylt. Jetzt sind Sie Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Kommunales in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Die kommunalen Finanzen sind außerordentlich angespannt, insbesondere jetzt durch die Flüchtlingsproblematik. Wie soll Ihrer Meinung nach die Trendwende bei den kommunalen Finanzen unter diesem Gesichtspunkt erreicht werden? Die Welt in den Städten und Gemeinden in Deutschland ist ganz bunt. Im vergangenen Jahr hatten wir bundesweit in den kommunalen Haushalten über 3 Milliarden Euro Überschuss. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Aber wir stellen fest, dass es Kommunen in einzelnen Bundesländern gibt, wo die Überschüsse besonders hoch sind. Aber wir stellen auch fest, dass es andere Bundesländer gibt,
in denen die kommunale Finanzlage dramatisch ist. Das ist insbesondere Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und das hat etwas damit zu tun, dass für die Finanzlage der Kommunen in erster Linie die jeweiligen Bundesländer verantwortlich sind. Nicht der Bund. Wir haben auf der Bundesebene viel bewegt. Ich hatte schon dieses das insgesamt ja 3 Milliarden auf Bundesebene schwere Paket für Investitionen in finanzschwachen Kommunen genannt. Wir haben Milliarden zusätzliche Finanzhilfe bewegt für die Kommunen. Aber entscheidend ist, dass diese Gelder auch ankommen. Und wir haben leider auch in Schleswig-Holstein die Erfahrung machen müssen, dass Bundesgelder dann nicht 1:1 weitergeleitet wurden in die Kommunen, sondern ein Teil in den Landeshaushalt abgezweigt wurde. Insofern sind in erster Linie die Bundesländer gefordert, ihrer Verantwortung gerecht zu werden für die aufgabengerechte Finanzausstattung der Kommunen. Und hier ist leider die schleswig-holsteinische Landesregierung auf einem völlig falschen Pfad. Sie hat mit der Änderung des kommunalen Finanzausgleiches zwar Geld umgeschichtet, über 20 Millionen eingesammelt in den ländlichen Regionen und umgeschichtet zu den 4 kreisfreien Städten. Es ist unstrittig, dass dort mehr Finanzbedarf besteht. Aber ich kann die Probleme nicht an der einen Stelle lösen, wenn ich gleichzeitig viel größere Probleme an anderer Stelle schaffe. Sondern wir brauchen insgesamt mehr Geld, eine bessere Finanzausstattung der Kommunen in Schleswig-Holstein. Wir sehen das, was die Landesregierung gemacht hat, als verfassungswidrig an, weil sie eben nicht vor der Gesetzesänderung erst einmal den Finanzbedarf der Kommunen objektiv ermittelt hat. Und das möchte ich ändern. Wenn wir ab 2017 regieren, werden wir den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein wieder auf solide Füße stellen und dafür sorgen, dass die Kommunen in Schleswig-Holstein auch ihre Aufgaben wahrnehmen können. Und gerade die Flüchtlingsentwicklung zeigt ja, dass es auch neue Aufgaben gibt, die die Kommunen zu stemmen haben. Und das können sie nicht alleine aus eigener Kraft, da brauchen sie Unterstützung. Wie kann man den Missbrauch der Kommunen, den Missbrauch der Länder, muss man besser sagen, begegnen, die das einfach in ihren Haushalt reinfließen lassen, obwohl das eigentlich als streng genommen zweckgebundene Mittel sind? Warum wird dieser Praxis sozusagen nicht Einhalt geboten durch eine klare gesetzliche Regelung? Wir haben klare gesetzliche Regelungen. Wir haben aber auch in die Verfassung hineingeschrieben, dass der Bund keine direkten Finanzbeziehungen zu den Kommunen haben darf. Das sollte die Kommunen schützen. Denn in der Vergangenheit war es oft so, dass auf Bundesebene neue Gesetze beschlossen wurden mit neuen Leistungen, die die Kommunen dann ausführen und bezahlen sollten. Und um das zu verhindern, haben wir in der Föderalismusreform das vor 10 Jahren geändert und gesagt, das darf der Bund nicht mehr. Es geht nur noch über die Länder. Aber das hat jetzt zur Folge, dass wir auf der Bundesebene nicht mehr hundertprozentig sicherstellen können, dass das Geld, das wir eigentlich gedanklich für die Kommunen bewegen wollen, auch dort ankommt. Wir können es rechtlich nicht genau fassen. Man könnte es vertraglich machen, dazu sind die Bundesländer allerdings nicht bereit. Umso wichtiger ist der öffentliche und politische Druck, den wir ausüben müssen, und zwar von beiden Seiten. Diesen Druck üben wir auf der Bundesebene aus, in der Erwartungshaltung an die Bundesländer, aber den müssen wir genauso auch vor Ort in den Kommunen gegenüber der Landesregierung deutlich machen, dass das Geld auch tatsächlich ankommt. Dafür müssen wir sorgen und das tun wir auch in den Diskussionen, das tut die CDU auch mit Anträgen im schleswig-holsteinischen Landtag, aber entscheidend ist, dass es auch umgesetzt wird. Aber umgekehrt macht die CDU das ja in anderen Bundesländern auch und lässt das in ihre Haushalte fließen. Ich denke an die vielen neuen Bundesländer, die die klammen Haushalte mit solchen Methoden, sage ich mal, auffüllen. Auch eine schlechte Praxis, die man unbedingt ändern sollte. Also mir steht es nicht zu, jetzt jedes einzelne Bundesland dort zu bewerten. Ich kümmere mich um Schleswig-Holstein und um die Situation hier. Und mir geht es darum, dass wir unsere Kommunen in Schleswig-Holstein, die Städte und Gemeinden, so gut ausstatten, dass sie ihre Aufgaben vernünftig wahrnehmen können. Das weltweit renommierte Institut für Weltwirtschaft der Universität in Kiel hat einer Presseerklärung vom 11. Dezember 2015 zur Folge die Flüchtlingskosten simuliert bis zum Jahre 2022. Die Wissenschaftler kommen zum Ergebnis, dass jährlich Kosten für diese Flüchtlingsgeschichte von 25 Milliarden bis 55 Milliarden Euro notwendig sein werden. Es sind, wie die Wissenschaftler abschließend sagen, keine positiven Wohlfahrtseffekte für die heimische
Wirtschaft und die für die heimische Bevölkerung zu erwarten. So der Wissenschaftler Professor Dr. Matthias Lücke. Wie sollen bloß die Finanzen der Kommunen geregelt werden unter diesem Gesichtspunkt? Es ist gar keine Frage, dass die Entwicklung des vergangenen Jahres auch finanziell eine große Herausforderung dargestellt hat. Aber Deutschland ist ein reiches Land und wir hatten Glück, dass uns diese Situation erreicht hat mit dem gewaltigen Flüchtlingszuzug im vergangenen Jahr. In einer Situation, wo wir sprudelnde Steuereinnahmen hatten und wo wir aus diesen Mehreinnahmen, den unerwarteten Mehreinnahmen, diese Ausgaben auch finanzieren konnten. Es ist gelungen, auf der Bundesebene eine Rücklage für dieses Jahr zu schaffen und unsere beiden anderen Ziele, keine neuen Schulden, keine Steuererhöhung, auch einzuhalten. In Schleswig-Holstein gelingt dies leider nicht. Die Landesregierung macht trotz dieser Steuermehreinnahmen höhere Schulden, begründet es mit der Flüchtlingsentwicklung, obwohl wir wissen, dass die Ausgaben auch in andere Aufgaben fließen. Das ist nicht gut, weil sie dann für die eigentlich wichtigen Aufgaben nicht mehr zur Verfügung stehen. Aber ich halte manche Betrachtungen und Untersuchungen, Studien auch für sehr theoretisch. Denn sie hängen ja immer davon ab, welche Annahmen lege ich zugrunde. Welche Annahmen der Entwicklung der Flüchtlingszahlen lege ich denn zugrunde? Niemand weiß, wie es sich entwickelt. Die von Ihnen zitierte Studie kommt aus dem Dezember vergangenen Jahres. Dort hatten wir die Höchststände in der Zuwanderung. Inzwischen haben wir eine andere Lage durch Entscheidungen von Balkanstaaten. Aber auch die Vereinbarung, die gerade Angela Merkel nun gemeinsam mit der EU getroffen hat, zusammen mit der Türkei, dass eben Flüchtlinge, die keinen Anspruch auf Schutz haben, die nicht um Leib und Leben geflohen sind, wieder in die Türkei zurückgebracht werden, führt ja zu einer Reduzierung des Flüchtlingsdrucks. Wenn dies so anhält, dann haben wir auch wiederum eine ganz andere, entspanntere Situation. Das ist ja unser Ziel, dass wir auch den Zuzug von Flüchtlingen deutlich reduzieren, damit es eben auch insgesamt auf Dauer für Deutschland leistbar bleibt. Denn wir wollen ja helfen, dort, wo Menschen aus politischen Gründen verfolgt sind, wo Menschen aus Angst um Leib und Leben fliehen, aus Krieg und Bürgerkrieg, da wollen wir helfen und dort können wir helfen. Aber wir müssen die Hilfe auch auf diesen Personenkreis konzentrieren. Und diejenigen, die aus wirtschaftlichen Gründen, aus sozialen Gründen, aus der Hoffnung auf ein besseres Leben zu uns kommen, denen werden wir eben auch sagen müssen, ihr könnt eben nicht zu uns kommen. Das würde auf Dauer auch ein starkes und reiches Land wie Deutschland überfordern. Also auch wichtig war ja, dass die Balkanroute geschlossen wurde. Und zurzeit schließt Österreich seine Grenzen wieder. Der Brenner wird wieder stark kontrolliert. Und es gibt einen Streit zwischen CDU und CSU über Grenzschließungen oder Grenzkontrollen, die ja auch beträchtlich ist. Das ist natürlich ein gewaltiges Thema. Wie man das lösen will, weiß, glaube ich, niemand so richtig hundertprozentig. Die Zahlen sind zurzeit unten, aber wenn es Wetter wieder besser wird, könnte alles wieder ins Gegenteil umschlagen. Ja, aber das weiß heute keiner. Verlässliche Prognosen sind schwierig, wie sich das im Jahr entwickeln wird, ob jetzt andere Routen gesucht werden. Aber das Entscheidende ist, dass wir das, was wir jetzt mit der Türkei verabredet haben, dass das auch dauerhaft wirkt. Natürlich wäre es noch besser, wenn wir auch die Konflikte, die eigentlichen Ursachen stärker lösen könnten. Das ist bei Syrien schwierig, aber da sind auch alle Anstrengungen darauf gerichtet. Wenn sich andere Fluchtrouten entwickeln würden, hätten wir eine andere Lage. Aber für Italien gilt genau das Gleiche wie für Griechenland zurzeit. Unsere Hauptzielsetzung ist es, dass wir die europäischen Außengrenzen sichern. Und mit diesen sicheren Außengrenzen können wir dann auch den Binnenraum offen halten. Das sollte schon die Zielsetzung sein, dass wir nicht leichtfertig den offenen Verkehr innerhalb von Europa infrage stellen. Kein anderes Land als Deutschland hat so sehr von den offenen Grenzen in Europa profitiert wie Deutschland. Und deswegen sollten wir auch alle Anstrengungen darauf konzentrieren, dass wir diese Grenzen in Europa offen halten. Aber das gilt. Zwingende Voraussetzung ist, dass dann die Außengrenzen sicher sind. Und das erfolgt jetzt auf dem Balkan. Wenn sich Flüchtlingsrouten über Italien etablieren sollten, steht Europa aber auch bereit, und das ist ja auch in Vorbereitung, auch mit Frontex dann zusammen die italienischen Grenzen zu sichern.
Aber dafür gilt auch, dass wir dann eben verhindern müssen, dass die Menschen sich gar nicht erst auf eine riskante Reise machen und in die Hände von kriminellen Schleppern geraten und ihr Leben auf dem Mittelmeer in diesen unglaublichen Booten da aufs Spiel setzen. Es geht ja um Menschenleben dort auch. Da müssen wir helfen, aber viel wichtiger ist es, dass sie sich gar nicht erst auf eine solche gefährliche Reise machen, in die Hand begeben von kriminellen Schleppern. Und das gilt für Balkan genauso wie für alle anderen möglichen alternativen Routen. Zwingend ist eben das Ziel, das oberste Ziel, dass die europäischen Außengrenzen sicher sind. Hätte man da viel früher auch von Ihrer Partei in den Ländern fördern sollen? Rückblickend müssen wir auf jeden Fall feststellen, dass eine Entwicklung in den Flüchtlingslagern rund um Syrien bei uns zu spät wahrgenommen wurde. Also als die Lebensmittelrationen deutlich eingeschränkt wurden durch das Hilfswerk der Vereinten Nationen, da hätten wir sicherlich frühzeitiger reagieren müssen und es gar nicht erst zu dieser Entwicklung kommen lassen dürfen. Aber das ist eine Rückwärtsbetrachtung, die heute nicht weiterhilft. Die Situation ist jetzt aber auch eine andere. Es fließen die Gelder, wir haben auch Hilfe zugesagt und es ist ja allemal sinnvoller, dass wir das Geld auch dafür einsetzen, dort vor Ort zu helfen, als dass alle Menschen zu uns kommen und hier ein viel größerer Aufwand noch betrieben werden muss, um Menschen zu helfen. Entscheidend ist, dass sie sich gar nicht erst auf eine Flucht begeben müssen. Im Hinblick auf die offenen Grenzen sind aber auch viele schräge Gestalten in die Bundesrepublik Deutschland eingereist. Kriminelle Ausländer sollen so die Bundesregierung schneller abgeschoben werden. Das klingt gut, aber tatsächlich wurden nur sehr wenige abgeschoben. Bisher war es so, dass man nach zweijähriger Haftstrafe abgeschoben werden konnte. Wie hat sich nun die Große Koalition geeinigt und wie soll das in Zukunft praktiziert werden? Wir haben die Gesetze bereits im Deutschen Bundestag geändert, dass auch bei geringeren Delikten, 2 Jahre Haftstrafe, da muss man ja schon wirklich viel auf dem Kerbholz haben, dass auch bei anderen Delikten frühzeitiger kriminelle Ausländer ausgewiesen werden können. Denn ein Grundsatz gilt, wer zu uns kommt, wer hier Hilfe in Anspruch nimmt, wer als Gast zu uns kommt, der muss sich an unser Recht und Gesetz, an unsere Kultur und an unsere Sitten halten. Das ist zwingende Voraussetzung. Und das gilt für schwere Kriminalität genauso wie für viele andere Dinge, die hier offensichtlich ins Rutschen gekommen sind. Ereignisse der Silvesternacht in Köln, aber auch in anderen Städten, dass gerade gegenüber Frauen massenweise Übergriffe stattgefunden haben, das ist inakzeptabel. Aber auch das Verhalten müssen diejenigen, die aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen, vom ersten Tag an lernen. Und das wollen wir auch über ein Integrationsgesetz machen, das jetzt in der Bundesregierung vorbereitet wird. Bundesinnenminister de Maizière wird im Mai dazu einen Gesetzesvorschlag vorlegen. Ich unterstütze dies, dass wir dort klar definieren, was sind Rechte, aber was sind auch Pflichten von denjenigen, die zu uns kommen. Zwingende Voraussetzung ist, zwingende Anforderung, sie müssen sich an unser Recht, an unser Gesetz und an unsere Kultur halten. Und 2 Jahre sind weg, es wird also früher. Es wird dann leichter werden, nur nicht bei jeder sofortigen Ordnungswidrigkeit, das ist völlig klar. Aber wer erkennbar sich hier nicht an unsere Gesetze halten will, der hat dann eben auch in Deutschland kein Gastrecht. War es dann ein Fehler, die staatliche Zugehörigkeit von Straftätern jahrelang zu verschweigen? Polizisten und Polizeien wurden aufgefordert, keinesfalls darüber Auskunft zu geben. Es wurde ihnen untersagt, überhaupt irgendwelche Äußerungen zur staatlichen Zugehörigkeit zu machen. Erst nach diesen Vorfällen von Köln und Hamburg, die Sie eben erwähnten, konnte man nicht mehr anders und hat die Praxis geändert. Nochmal, war es ein Fehler, die Ausländerkriminalität auf diese Art und Weise zu unterdrücken? Ja, wir haben ja auch in Schleswig-Holstein Diskussionen erlebt, dass das Innenministerium Berichterstattung über Kriminalität von Asylbewerbern verhindern wollte.
Und das ist nicht gut, sondern wir brauchen Transparenz. Nur dann können wir auch Spekulationen entgegentreten. Wir haben ja auch auf der anderen Seite erlebt, dass gerade in sozialen Netzwerken viel verbreitet wird, was sich am Ende als falsch herausgestellt hat. Und wenn wir wirklich realistisch mit diesem Thema umgehen wollen, ehrlich und offen, dann ist Transparenz absolut notwendig. Der Bundesinnenminister ist da vorangegangen mit transparentem Lagebild und Bundesländer folgen dem jetzt auch weitgehend. Ich halte das jetzt auch für richtig. Auch unter dem sehr beliebten Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen wurde die Polizei in Schleswig-Holstein in erheblichem Umfang abgebaut. Die Polizei demonstrierte damals auf einem CDU-Parteitag in Kiel gegen diese, sagen wir mal, sehr erhebliche Maßnahme und wies besonders darauf hin, dass ihre Aufgaben gestiegen sind und sie das mit weniger Personal so nicht mehr erfüllen kann. War aus heutiger Sicht die damalige Entscheidung falsch? Nun lege ich auf eins ausdrücklich Wert. Die damaligen Maßnahmen der CDU-geführten Regierung von Peter Harry Carstensen hatten bei den Einsparungen bei der Polizei nicht den operativen Einsatz betroffen, sondern es ging um Verwaltungsaufgaben, um andere Effizienzsteigerung. Unser Ziel war es immer, den operativen Einsatz der Polizei ungeschmälert aufrechtzuerhalten. Und inzwischen wissen wir ja auch, dass wir eine deutlich gestiegene Aufgabenzahl haben bei der Polizei. Ob das nun die gestiegenen Wohnungseinbrüche sind, allein im vergangenen Jahr 13% Steigerung bei den Wohnungseinbrüchen, aber die Aufklärungsquote ist so niedrig wie nie zuvor, unter 9%. Über 90% der Wohnungseinbrüche wird in Schleswig-Holstein nicht aufgeklärt. Unfassbar. Das ist etwa so halb so viel wie der Bundesdurchschnitt. Wir sind schlechter als viele andere Bundesländer. Das ist unfassbar. Damit möchte ich mich auch nicht abfinden. Gleichzeitig werden 500 Bedienstete der Polizei in die Flüchtlingshilfe abgezogen. Und die Landesregierung hat ja sehr lange noch an der echten weiteren Streichung von Polizeistellen festgehalten. Polizeistationen in der Fläche werden geschlossen. In den vergangenen 3 Jahren um die 50 kleinere Polizeistationen, die geschlossen werden. Und das merken die Menschen ja. Und so macht sich ein Unsicherheitsgefühl breit, ein Gefühl von Verunsicherung. Das ist gefährlich. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Menschen wieder sicher leben können. Und nicht, dass es so gefährlich ist, wenn die Menschen das erleben im eigenen Haus, dass dort eingebrochen wird. Da ist ja der psychische Schaden für die Menschen noch mit das Größte. Aber wenn sie es erleben, dass es in der Nachbarschaft geschieht, das Bedrohungsgefühl wächst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine starke Polizei auch haben, die Menschen schützt. Ich möchte den Menschen wieder Sicherheit geben. Und es ist unsere klare Zielsetzung, dass wir hier auch bei gestiegenen Aufgaben, bei neuen Herausforderungen für die Polizei auch mehr Personal benötigen. Also Sie werden deutlich mehr an Polizei einstellen, sozusagen für die operative Sicherheit. Ja, das haben wir uns fest vorgenommen. Am 13. Juni 2013 sind Sie zum Bundesvorsitzenden der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU gewählt worden. Welche Aufgaben und Ziele hat diese Organisation? Die kommunalpolitische Vereinigung von CDU und CSU ist der Zusammenschluss der Ehrenamtlichen, der hauptamtlichen Kommunalpolitiker und derjenigen, die in den Kommunalverwaltungen tätig sind. Also all derjenigen, die in der politischen Basis in den Städten und Gemeinden arbeiten. Ich komme selber aus der Kommunalpolitik und ich habe das nicht vergessen, als ich in den Bundestag gewählt wurde, sondern das zu meinem Arbeitsschwerpunkt gemacht. Und eine der wichtigsten Aufgaben dieser Organisation ist es, in der Politik auf der Bundesebene für die Interessen von Städten und Gemeinden zu werben. Gerade deswegen, weil ja vielfältig die Bundesländer zuständig sind für die Kommunen, aber trotzdem ja die Gesetze auf der Bundesebene die Kommunen betreffen, ist es wichtig, dass dort auch die Kommunen eine starke Stimme haben. Das haben sie bei den kommunalen Spitzenverbänden, Landkreistag, Städtetag, Gemeindetag, aber auch innerhalb der Partei, innerhalb der CDU ist es wichtig, dass die Kommunalpolitiker, und das ist eine starke Basis innerhalb der CDU in Schleswig-Holstein sind es um die 5000 Menschen, die sich kommunalpolitisch engagieren, dass die innerhalb der CDU, dass die auch Einfluss nehmen auf die politische Gestaltung. Und für mich ist das eine schöne Aufgabe, die ich jetzt seit einigen Jahren wahrnehme, die Belange von Städten und Gemeinden, von Landkreisen
in der CDU zu vertreten? Der CDU-Landesparteitag in Schleswig-Holstein wählte sie am 15. November 2014 zum neuen CDU-Landeschef, zum Landesvorsitzenden. Mit über 23.000 Mitgliedern ist die CDU die stärkste Partei hier im Lande. Welche Ziele haben Sie sich im Hinblick auf die in anderthalb Jahren stattfindende Bundestagswahl gesetzt? Mein Ziel ist es, dass wir bei der Bundestagswahl auch in Schleswig-Holstein ein starkes Ergebnis erzielen, dass wir mit Abstand stärkste Partei werden, wieder werden und bleiben und damit einen Beitrag dafür leisten, dass Angela Merkel gute Kanzlerin für Deutschland bleiben kann. Sie haben als Landesvorsitzende der CDU vom sogenannten Zugriffsrecht Gebrauch gemacht und Ihren Hut sozusagen in den Ring geworfen und kandidieren für den anstehenden Landesparteitag als Spitzenkandidat. Der Landesparteitag findet in Neumünster statt. Was sind für Sie die wichtigsten Punkte, um die Landtagswahl am 7. Mai 2017 zu gewinnen? Mein Ziel ist es, die CDU wieder in die Regierungsverantwortung in Schleswig-Holstein zu führen. Das ist das Ziel, weil wir sehen, dass Schleswig-Holstein schlecht regiert wird. An der Spitze steht ein Ministerpräsident, der sich erkennbar nicht für die Themen, für die Probleme, für die Aufgaben im Land interessiert. Zur Halbzeit hat er schon darüber philosophiert, dass eine Aufgabe in Buenos Aires, Chicago oder London doch auch interessant für ihn wäre. Und so erleben wir es ja. Dieses Land kümmert vor sich hin, weil die Landesregierung, weil der Ministerpräsident sich nicht kümmert. Die Straßen verkommen, in den Schulen wächst der Unterrichtsausfall, das geht zulasten unserer Kinder und der nächsten Generation. Über das Thema Sicherheit haben wir schon gesprochen, Polizeistationen werden geschlossen, die Menschen fühlen sich zunehmend unsicher im Land. Das ist alles keine gute Entwicklung. Es geschieht zu wenig, wirtschaftlich kommt zu wenig voran. Betriebsansiedlungen nehmen wir als ein Beispiel. Seit 2012, seit dem Regierungswechsel, jedes Jahr weniger Betriebsansiedlungen in Schleswig-Holstein. Die Entwicklung beim Breitband der wesentlichen Infrastruktur kommt nicht voran. Es kommt kein einziges großes Verkehrsprojekt voran. Die A20 stockt. Fehmarn-Belt-Querung kommt nicht voran. Zeitpläne werden nicht eingehalten bei dieser Landesregierung. Die Landesregierung, die Koalition in Kiel streitet sich. SPD sagt, sie sei für die A20 mit Elbquerung. Die Grünen stellen das grundsätzlich in Frage, sind grundsätzlich dagegen. Und bei einem solchen Hickhack kann nichts Vernünftiges bei herauskommen. Und deswegen ist es unser Anspruch und mein Ziel, an der Spitze der CDU für eine bessere Politik in Schleswig-Holstein zu sorgen, damit wieder mehr geschieht in Schleswig-Holstein, dass die lähmende Bürokratie nicht zu viel erstickt, sondern ich möchte die Kreativität, die wir im Land haben, die Ideen der Menschen anregen, befördern, damit wieder Entwicklung vorankommt. Die brauchen wir für wirtschaftliches Wachstum, denn das ist Voraussetzung für Wohlstand. Und gerade angesichts der demografischen Entwicklung, wenn wir weniger Menschen werden, brauchen wir Wachstum, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen. Und Wohlstand heißt auch zugleich soziale Sicherung, um denjenigen zu helfen, die unserer Hilfe bedürfen, die auch der staatlichen Hilfe bedürfen. Nur das können wir leisten, wenn es uns insgesamt auch wirtschaftlich gut geht. Das steht über allem. Das sind meine Ziele, die ich auch erreichen möchte. Zum Abschluss unseres Interviews für die Landtagswahl elementare, wichtige die Landesliste, wie gesagt, die am 11. Juni 2016 gewählt wird. Streben Sie eine dringend notwendige Verjüngung Ihrer Mitgliedschaft und vor allen Dingen Ihrer Kandidaten an? Ja, das haben wir auch schon erreicht. In den Wahlkreisnominierungen sind 4 junge Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Kreis der Jungen Union aufgestellt worden. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass Sie auch eine frische Bereicherung für die neue Landtagsfraktion darstellen. Das muss immer ein kontinuierlicher Prozess sein, dass von Wahl zu Wahl immer wieder auch jüngere Mitglieder dazukommen, wenn ältere, erfahrene ausscheiden. Aber wir haben eine gute Mischung von Männern und Frauen mit unterschiedlichen Erfahrungshorizonten, jüngere, ältere, eine starke Mannschaft, mit der wir zur Wahl antreten werden. Herr Liebing, wir danken für dieses ausführliche Interview. Ich wünsche Ihnen persönlich weiterhin alles Gute. Herzlichen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank für Ihr Interesse. Danke sehr.